Cheat Day fängt an. Aber richtig. Weil meistens die Cheat Days damals bei mir waren so, dass ich mich vor 12 Uhr morgens schon so vollgefressen habe, dass mein Cheat Day im Arsch war. Nochmal alles essen, was wir uns so reinhauen können. Und ja. Alter, bist du langweilig, Alter. Wir freuen uns richtig auf diesen Tag. Ja, jetzt sind wir hier im McDonald's gelandet. Bobby isst seine Burger. Hier. Chicken Nuggets. Und ich. Mein Fischmann. Du weißt, Halal und so, man muss aufpassen. Hier. Und meine goldenen Pommes. Goldenen Pommes. Wie gesagt, von allem nur ein bisschen, nicht übertreiben, weil wir haben noch viel vor, langer Tag, wie gesagt. Boah, was so eine Pommes ausmacht. Warte, 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 ich komme auch. Ey, wenn du einen Monat lang nur Reis isst und trockenes Fleisch, also es schmeckt mir ja auch, aber das da, Pommes mit Salz. Chicken Nuggets. Unglaublich. Letztes Gefühl. Endlich. Wieder ein Leben. Endlich spüre ich wieder ein normales Leben. Zumindest für einen Tag. Diese Pommes ist Gold wert. Soßen, Burger, alles da. Los geht die Party. Ja. Guten Appetit.